Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Affenpockenausbruch zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Mit Blick auf die inzwischen mehr als 16.000 bestätigten Fälle in 75 Ländern und Territorien mit bisher 5 Toten rief der WHO-Generaldirektor in Genf die höchste Alarmstufe aus, die die Organisation bei einer Gesundheitsbedrohung verhängen kann. Die internationale Verbreitung der Krankheit ist äußerst ungewöhnlich. Bisher war sie im Wesentlichen auf 6 afrikanische Länder beschränkt. In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut nun knapp 2.300 Fälle. Mit der Verbreitung der Affenpocken wächst international das Interesse an Impfstoffen. Mindestens 3 Impfstoffe scheinen sich laut WHO für eine schützende Injektion zu eignen. Rund die Hälfte der aktuell betroffenen Länder habe bereits Zugang zu diesen Stoffen. Auch 3 Monate nach dem Ausbruch seien 98% der Betroffenen Männer, so Experten. Aktuell konzentriere sich der Ausbruch auf Männer, die Sex mit Männern hätten, vor allem wenn sie viele Partner hätten. Infektionen mit Affenpocken erfolgen nach derzeitigem Wissensstand gewöhnlich durch engen Körperkontakt. Europa gilt laut WHO als die Weltregion mit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko.